Hallo, danke, dass Sie hier sind. Gern geschehen. Sie präsentieren ja sozusagen DLRG hier im Abgeordnetenhaus, richtig? Ja, das ist richtig. Genau. Für was steht diese Abkürzung? Die DLRG ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und das steht für eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, zum einen Kindern das Schwimmen beizubringen, zum anderen Schwimmer zu Rettungsschwimmern auszubilden und zum Abschluss einfach noch Leben zu retten. Mhm. Und gibt es noch weitere Aufgaben, die DLRG sozusagen erfüllt? Ja, wir haben noch ein paar weitere Aufgaben. Zum einen ist es neben der aktiven Wasserrettung hier in Berlin an den Berliner Gewässern, Havel, Tegeler See, Wannsee und in Köpenicker Becken, der Katastrophenschutz. Das heißt, wir haben Einheiten, die im Katastrophenfall ausrücken können. In Berlin einen Betreuungsplatz 500, der in der Lage ist, schnell für 500 Personen Kapazität zu schaffen zur Unterbringung und einen sogenannten ABC-Zug, der Dekontaminationseinheiten enthält, also Duschmöglichkeiten für einen Schadensfall. Was soll ich unter ABC-Zug verstehen? ABC steht für atomar, biologisch, chemisch, vielleicht nicht unbedingt im Kampffall, aber Großschadenslagen, Chemiewerk, biologische Schadensfälle, sodass man im Nachgang die Leute reinigen kann davon. Und wie oft kommt die DLRG so zum Einsatz beim Rettungsfall? Im Katastrophenschutz relativ wenig. Wir hatten nun jetzt gerade aufgrund der Flüchtlingsproblematik unsere Duschen im Einsatzfall beziehungsweise die Betreuungseinheiten zum Teil. Der Wasserrettungsdienst läuft geregelt ab. Das muss man sich so vorstellen, dass wir von Mai bis Oktober an bestimmten Wasserrettungsstationen an der Havel und im Köpenicker Becken einfach den ganzen Tag sitzen, von 9 bis 19 Uhr, zum Teil auch nachts, dort unsere Rettungsschwimmer haben, unsere Boote, die direkt ausrücken, wenn etwas passiert. Okay, und was mussten Sie jetzt im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, was hatten Sie da, mussten Sie da machen? Im Zusammenhang mit den Flüchtlingen haben wir zum Teil unsere Duschen, die halt eigentlich für den Schadensfall gedacht sind, hingestellt, damit in einer Notunterkunft, die aufgebaut wurde, erstmal Duschen vorhanden sind. Ah, okay. Gut. Und was sind so die häufigsten Gründe, warum Menschen ertrinken, also? Die häufigsten Gründe sind zum einen nicht schwimmen können. Mhm. Also Kinder, die es nie gelernt haben, leider auch immer mehr Erwachsene, die nicht schwimmen können. Und die springen trotzdem ins Wasser, oder? Ja, sie springen nicht unbedingt rein, sie gehen rein, sie gehen zu weit rein. Ach so, okay. Sie kennen das Gewässer nicht, weil es plötzlich tief wird. Und ein anderer wesentlicher Grund ist die Selbstüberschätzung von vielen, gerade auch Jugendlichen, die einfach zu lange schwimmen, die eben zu kaltem Gewässer schwimmen. Und wie kann man solche Unfälle am besten vermeiden? Am besten vermeiden lässt sich das durch Schwimmen lernen. Also die Kinder frühzeitig, wir sagen so mit 5, in die Seepferdchenkurse zu schicken. Sicheres Schwimmen ist ab dem Jugendschwimmabzeichen in Bronze erst. Und dann Aufgabe für die Eltern, aufpassen auf die Kinder. Nicht sagen, ach, da ist ja ein Bademeister, da ist ja ein Rettungsschwimmer, sondern eigenen Augenmerk drauf haben und die Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen. Genau, man sagt ja immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist richtig, ja. Gut, meine nächste Frage wäre, warum Sie Ihre Organisation oder Ihr Projekt hier im Abgeordnetenhaus vorstellen und nicht woanders? Zum einen, weil wir hier die Möglichkeit bekommen haben, netterweise vom Abgeordnetenhaus da zu sein. Zum anderen, weil wir heute zeitgleich auf 2 bis 3 weiteren Veranstaltungen stehen und uns präsentieren. Und wir sagen aber auch, hier in der Mitte Berlins, in diesem Rahmen ist es nicht nur sinnvoll, den Bürgern Berlins unsere Arbeit zu zeigen und nahezubringen, sondern auch den Abgeordneten zu zeigen, was wir hier leisten in Berlin und wofür wir Material und vor allem Unterstützung brauchen. Und an welchen Veranstaltungen werden Sie sich noch präsentieren? Also heute und morgen auch stehen wir auf dem Flughafenfest in Kladow der Bundeswehr. Dort stehen unter anderem unsere ABC-Einheiten, also unser Katastrophenschutz. Ich weiß, dass in Treptow-Köpenick noch eine Veranstaltung läuft. Okay, dann bedanken wir uns herzlich für dieses Gespräch und ja. Ich danke für die Möglichkeit.